Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpumpen unter der Lupe. Heute mit der Finja. Die Finja ist eine 65 cm Handpumpe, jedenfalls die, die ich hier habe. Von der Firma Living Puppets. Die Finja hat ein wunderbar schönes, geringeltes Oberteil, was ausziehbar ist. Sie hat einen kleinen Rock noch an. Und sie hat sogar eine Leggings noch an mit Punkten. Und sie hat sogar ausziehbare Schuhe. Ich finde, das sind schon eine ganze Menge Details. Und das zum Anfang. Aber was noch so vielleicht an Details zu Finja zu entdecken ist, oder was es noch zu entdecken gibt, das möchte ich jetzt mit dir einmal etwas genauer betrachten. Viel Spaß. Fangen wir bei dem Gesicht erstmal an. Das Gesicht ist, ich finde, goldig. Ganz besonders süß finde ich neben den braunen Augen halt auch die Wangen, die hier wirklich schön in einem, ja, ich würde sagen, eher in einem so orangefarbenen Ton gehalten sind, mit nochmal hier so ein paar Sommersprossen drauf. Dann haben wir hier zwei Zopfgummis drin. Hier oben drauf ist dann nochmal so eine schöne Blume und das Ganze halt an beiden Seiten. Also die Gute hat zwei Zöpfchen. Die Ohren kann man hier auch noch gut sehen. Ich finde es ganz süß eigentlich, dass die aus den Haaren hier so ein bisschen hervorstechen. So wie bei fast allen Living Puppets. Dann, wenn wir uns das Klappmaul anschauen, es gibt hier eine Zunge, die ist bespielbar. Ansonsten das Klappmaul selber ist bespielbar. Die Hände sind natürlich auch bespielbar, das ist kein Thema. So wie bei allen 65er Handpuppen von der Firma Living Puppets. In das Klappmaul selber gelangen wir hier auf der Rückseite. Das ist hier ein bisschen versteckt unter den Haaren hier im Nacken. Und da haben wir quasi an dem Übergang vom Torso zum Kopf haben wir diesen Eingang hier. Der ist auch ein bisschen, sag ich mal, getarnt dadurch, dass man hier halt, beziehungsweise dass die Firma Living Puppets, beziehungsweise Mattis Spielprodukte, hier auch diesen Innenstoff in der Farbe ähnlich gewählt hat wie die Haare. So, und dann komme ich in das Klappmaul rein und mir ist jetzt aufgefallen, jetzt bei diesen Living Puppets im Vergleich zu den etwas älteren Modellen, dass die Firma, meine ich, ein anderes Innenmaterial gewählt hat bei dem Klappmaul, was halt oben auf diesem, ja, Klappmaul, sage ich mal, aufliegt als Schicht. Ich kann mich aber auch täuschen, ich meine, es wäre früher ein anderes Material gewesen. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Das Klappmaul ist, wie gesagt, gut bespielbar bei den 65ern. Mit großen Händen, wie ich finde, kein Problem. Die Zunge können wir auch einmal bespielen. Da habe ich mit meinem Zeigefinger, merke ich gerade, ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Aber es geht dennoch. Das ein bisschen eng gerade da im Klappmaul, das gibt sich wahrscheinlich auch mit der Zeit. So, dann gehen wir weiter zum Torso. Hier gibt es geringelte Oberteil, doch geringelte Oberteil sagt man. Das Ganze ist ausziehbar, das heißt, darunter würde dann im Prinzip der nackte Torso sein von der Puppe, von der lieben Finja. Und dann sehen wir auch schon hier, dass sie noch einen Rock über der Leggings anhat. Das ist auch ausziehbar, wie gesagt. Und dann halt nochmal selber eine Leggings in einem, ja, ich würde sagen, so einem Brombeerton, Fliederfarben. Das ist das Ganze mit rosa Punkten. Auch ausziehbar. Ja, Geschlechtermerkmale gibt es hier an der Handpuppe nicht. Und dann das nächste schöne Detail, dass diese Schuhe auch noch ausziehbar sind. Dann sehen wir hier Zehen, die angedeutet sind. Die sind halt nicht hier, dass man die spreizen kann. Nägel gibt es ja auch keine.
mal wieder an und einmal wieder zu. Finde ich ein sehr, sehr schönes Detail. Dann, wenn wir uns die Hände anschauen, nochmal, dann sehen wir auch hier, das sind keine Nägel. Warum sollte es auch so sein? Braucht man ja nicht. Also ich finde, hier Hände wirken auch so immer total klasse, egal welcher Hersteller es ist. Ja, hier haben wir, wie gesagt, einen, oder beziehungsweise wie es halt immer ist, bei den Handpuppen hier einen Gummizug drin. Ich finde, das gibt nochmal einen schöneren Halt. Beide Hände sind bespielbar, so wie immer. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass wir hier nochmal gucken können, wegen den Etiketten. Wir haben ja immer nochmal ein Etikett an dem Oberteil, der Living Puppets steht da drauf. Und dann haben wir auf der Rückseite an dem linken Fuß hier nochmal das Etikett von der Firma. Und hier steht auch nochmal explizit For All Ages, das heißt für alle Altersgruppen empfohlen. Das heißt keine verschluckbaren Kleinteiler. Ich wäre aber trotzdem vorsichtig bei beispielsweise den Haargummis. Also ich würde es nicht empfehlen für Kinder unter 2 oder unter 3 Jahren. Aber wie gesagt, das musst du selber für dich mit deinem gesunden Menschenverstand entscheiden. Ich übernehme da keine Haftung für. Zumal ich auch nicht der Hersteller bin. Ja. Also große Handpuppe. Ganz groß finde ich, wie sie umgesetzt wurde. Also richtig klasse. Ich finde diese Handpuppe wirklich, ich finde das total klasse. Also ich muss sagen, ich feiere die Finja ein bisschen. Und was ich total gut finde an ihr, dass man wirklich alles ausziehen kann und ihr einmal komplett neue Kleidung geben kann. Also das ist so vielseitig, finde ich. Also man kann Schuhe, Hose, alles ausziehen, wie ich halt schon am Anfang sagte. Und das eröffnet natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich Puppenspiel macht mit Handpuppen. Ich würde mir das ehrlich gesagt von mehr Handpuppenherstellern wünschen. Klar, das ist natürlich aufwendig, dann eigene Kleiderserien quasi zu entwerfen. Aber ich finde es, ich würde es mir trotzdem wünschen. Also Firma Living Puppets, Kumquats etc. pp. Wenn ihr zuschaut, macht das ruhig. Also bei mir persönlich kommt es gut an. Ich denke, es gibt noch mehr Menschen da draußen, beziehungsweise Handpuppenbegeisterte, die das sicherlich auch begrüßen würden. Sicher für euer sehr junges Publikum, ja, ist das egal. Die freuen sich natürlich, wenn sie dann einfach eine Handpuppe haben, die schon angekleidet ist. Und die Eltern freuen sich sicherlich auch, wenn sie nicht die Handpuppen jedes Mal neu anziehen müssen. Aber wie gesagt, also für mich persönlich tolle Sache. Also ganz großes Lob. Ich weiß nicht, ob die Mitbewerber auf dem Markt auch so eine Handpuppe haben, die so ja, vielseitig ist, ich denke schon. Von der Firma Kumquats weiß ich es auch, dass die Anziehpuppen haben. Habe ich bis jetzt leider noch nicht gehabt. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann mal in Zukunft eine. Beziehungsweise ich komme an eine, wo ich die mal einfach mal vorstellen kann. Ja, ich will nicht weiter reden. Also Finja, die kostet 90 Euro. Ich finde, das ist wirklich ein Top-Preis, also für so ein Produkt. Aber letztendlich, was du über Finja sagen kannst, beziehungsweise deine persönliche Meinung, die würde mich natürlich auch interessieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Es war heute sehr viel Gerede, wie ich finde. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen positiven Kommentar da lässt oder halt einen konstruktiven Kommentar. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten klick dich mal ins Handpuppenforum rein. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Hannes.